Guten Tag, willkommen auf der Gamescom. Was stellen Sie hier aus? Ja, ausstellen ist vielleicht nicht so ganz die richtige Formulierung, aber wir versuchen hier das Thema Inklusion für Jugendliche spannend zu machen und haben das hier anhand dieses Spiels, was du hier im Hintergrund siehst, versucht. Das ist ein Rollstuhl-Simulator, der simuliert E-Rollstuhl. Und wir dachten uns, vielleicht ist das mal ganz spannend für die Jugendlichen, das auszuprobieren, wie das ist, in einem E-Rollstuhl zu sitzen, weil wir halt ein Projekt haben, was mit inklusiver Medienpädagogik zu tun hat. Das heißt, Behinderte und Nichtbehinderte sollen gemeinsam in Medienprojekten arbeiten und dafür versuchen wir so ein bisschen den Spaß und die Begeisterung zu wecken, dass das auch spielerisch möglich ist. Sind das ja Angebot jugendgerecht ist? Ja, man weiß das ja immer nicht so genau, ob das den Jugendlichen dann tatsächlich gefällt. Aber wir haben echt viele Leute, die hier hinkommen, viele Jugendliche, und die das total gerne spielen. Manche denken, das ist ein Joke. Manche denken, das ist, wir machen das so zum Spaß. Aber das hat ja wirklich einen ernsten Hintergrund. Und wenn man dann ein paar Sachen dazu sagt, dann kommt dann auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür. Und die meisten, ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, er fand es doof. Was auch ganz toll ist, wir hatten viele behinderte Jugendliche, die selber im E-Rollstuhl saßen. Also heute waren 3-4 Stück da. Und die haben das mit so einer Begeisterung gespielt. Das war total super. Also es gibt uns schon das Gefühl, dass das das Richtige ist, zumindest für unser Angebot, um Inklusion darzustellen. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja, ist mal was anderes als sonst die Sachen, die ich so spiele. Und ist schwer, die Linie zu halten, finde ich jetzt so als ungeübter Rollstuhlfahrer. Ist halt sehr eingeschränkt, dadurch, dass man ja in diesem Stuhl sitzt, so sich irgendwie versuchen zu bewegen und so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen eigentlich, wie das so ist. Weil, wie gesagt, ich bewege mich eigentlich auf meinen Beinen durch die Gegend. Ja, da sieht man schon. Also, boah. Ja, ist schon, zieht Konzentration auf jeden Fall. Also ist schon, ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Also falls ich in einem Rollstuhl sitzen würde, denke ich nicht, dass ich in Köln überall durchkommen würde. Weil Köln einfach viel zu viele Treppen hat, viel zu viele enge Gassen und ja, die Fußgänger nehmen ja auch den Platz weg, den ich hier in der Simulation nicht habe. Also ich denke mal, für einen Rollstuhlfahrer ist Köln schon ein schweres Pflaster.